Dieb in der Nacht oder Der merkwürdige Fall vom nicht erschienenen tausendjährigen Reich von William Sears. Ein rätselhafter Frühling. Ich legte die Schriften eine Zeit lang beiseite, um meine Theorie zu prüfen. Ich war verwirrt von der Entdeckung, dass irgendeine schöpferische Macht während der Zeit um 1844 verborgene Dinge ans Licht gebracht hatte. Meine Suche in der Vergangenheit enthüllte die erstaunliche Tatsache, dass, beginnend mit jenem Jahrzehnt, ein gänzlich neuer Erfinder- und Entdeckergeist in Erscheinung getreten war. Er bewies ohne jeden Zweifel die Richtigkeit der Tabelle von Sir Lawrence Bragg, die ich schon früher erwähnt habe. Ich las auch den Bericht eines Beamten des US-Patentamtes, der im Jahre 1844 feststellte, dass seiner Meinung nach nun alles erfunden sei, was sich der Mühe lohne und dass das Patentamt eigentlich seine Tore schließen könne. Von dieser Zeit an wurde das Patentamt aber von neuen Erfindungen und Entdeckungen überflutet. Schon ein flüchtiger Überblick rechtfertigt Braggs Tabelle und zeigt, dass in den Jahren nach 1844 eine ganz neue Welt im Entstehen war. Einige der großen Fortschritte waren: erstens der erste Kongress für Frauenrechte und zweitens der erste Kongress für allgemeine Erziehung stattfand. Drittens die erste Maßnahme wurde getroffen, um Kinderarbeit abzuschaffen. Viertens Befreiungsakte, die den Sklaven in den Vereinigten Staaten Freiheit brachte, wurden unterzeichnet. Fünftens große Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin, Literatur, Musik und Kunst wurden gemacht. Aus der Fülle der Entdeckungen und Erfindungen, die das Zeitalter erhellen, mögen hier einige Beispiele folgen. 1844 Telegraph, vulkanisierter Kautschuk. 1845 Revolverdrehbank, Gummireifen, Nähmaschine. 1846 Rotationspresse. 1847 Stereokamera, Nitroglycerin. 1854 Vorläufer des Telefon, 1855 Bunsenbrenner, 1857 Bogenlampe, Phonograph, 1858 Atlantikkabel, Telegraphenkabel, 1859 Evolutionstheorie, Spektroskopie, 1861 Fahrstuhl, Lift, erste funktionierende elektrische Fernsprechverbindung, 1867 Dynamit, Schreibmaschine, 1869 Periodensystem der Elemente, Luftdruckbremse, 1876 US-Patent und Marktreife des Telefon, 1877 Benzinmotor, Ottomotor, 1879 Glühlampe, Registrierkasse, 1880 Zentrifuge, 1885 Automobil, Zeilensetzmaschine, 1888 erste Filmaufnahmen, 1891 Panzerplatte, um 1892 erste Gleitflüge Otto Lilienthal, 1895 Kinematograph, Röntgenstrahlen, 1897 erster Dieselmotor, 1898 drahtlose Telegrafie, 1903 Flugzeug, Gebrüder Wright. Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergaben sich neue und weitreichende Entwicklungen auf den Gebieten der Thermodynamik, der Dampfkraft, des Elektromagnetismus, der elektrischen Kraftmaschinen, Turbinen, der elektrischen Beleuchtung, der Druckverfahren, der Röntgenstrahlen, der Medizin, des Schiffsbaus, des Kanalbaus und der Eisenbahn. Große Fortschritte wurden gemacht in der Bakteriologie, in der Medizin durch Männer wie Joseph Jackson Lister, Robert Koch und Louis Pasteur. Auf dem Gebiet der Geologie leistete Henry Clifton Sorby Bedeutendes und Dmitri Mendelejew fand zeitgleich mit Lothar Meyer das noch heute gültige Ordnungssystem der Elemente, das Periodensystem. In der Musik erschienen Chopin, Schubert und Tschaikowski
und viele andere schöpferische Menschen wagten neue Wege. Die Literatur wurde zu neuen Höhen emporgeführt durch Namen wie Emerson, Tolstoi, Fitzgerald, Tennyson, Lowell, Whitman, James, Dickens, Thoreau, Dostojewski, um nur einige zu nennen. Das menschliche Leben wurde durch die wachsende Zahl von Erfindungen und Verbesserungen bereichert, ein Vorgang, der bis heute anhält und die Liste der menschlichen Errungenschaften vermehrt. Ein dichtes Flugnetz, Düsenflugzeuge, Turbinenschiffe und Unterseeboote, stromlinienförmige Züge, Luxusdampfer, Klimaanlagen, Rundfunk und Fernsehen, Computer, elektronische Maschinen und Roboter haben unsere Lebensweise verändert. Satelliten und Weltraumteleskope haben uns erstaunliche Erkenntnisse über unsere Welt und den Kosmos gebracht. Teilchenbeschleuniger und andere Experimente der Kernphysik lehren uns das Staunen über die Geheimnisse der Schöpfung. Der endlose Strom der Wunder fließt noch weiter. Wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Möglichkeiten haben unser Bild von der Welt geändert. Neue Medien haben einen weltweiten Austausch von Wissen und Kenntnissen bewirkt. Diese Fortschritte haben unsere Sichtweisen und unser Selbstverständnis erweitert. Kann man noch daran zweifeln, dass dies die Ereignisse sind, die Daniel für die Zeit des Endes vorausgesehen hat? Gerade in dem Kapitel, in dem er erstens vom Kommen Michaels, der wie Gott aussieht, zweitens vom Jahr 1844 und drittens von der Zeit, da das Buch entsiegelt wird, sprach, prophezeit Daniel, viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Aus den heiligen Schriften haben wir die sichere Verheißung, dass, wenn all dies geschieht, das Buch entsiegelt wird. Dieses einzigartige Ereignis wurde in einer bemerkenswerten Reihe von Prophezeiungen von Jesaja, von Daniel und im Buch der Offenbarung vorausgesagt. In einem Kapitel sagt Jesaja erstens, dass das Buch versiegelt ist und zweitens, dass das Buch in der Endzeit entsiegelt wird. Versiegelt? Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der nicht lesen kann, und spricht, lies doch das, und er spricht, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Entsiegelt? Und zu derselben Zeit werden die Tauben hören, die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden sehen, und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Auch Daniel sprach davon, dass die Bücher bis zur Zeit des Endes versiegelt sein werden und zweitens, dass sie in der Endzeit geöffnet und erklärt würden. Versiegelt? Gehe hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Entsiegelt? Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich, tausendmal tausend dienten ihm und zehntausendmal zehntausende vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Dieses Versprechen wird von Daniel im gleichen Kapitel gegeben, in dem er sagt, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Das Buch der Offenbarung scheint alle Fragen zu diesem Punkt zu beantworten. Der Grundgedanke des Buches ist das zweite Kommen Christi. Die Offenbarung sagt deutlich, dass jene Bücher, die bis zur Zeit des Endes versiegelt sind, dann entsiegelt und nicht wieder versiegelt würden. Versiegele nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wie bei Daniel findet sich in der Offenbarung dieselbe Vision vom Kommen des Menschensohnes, Christus, wenn die Bücher entsiegelt werden. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschensohn. Und an einer anderen Stelle beschreibt die Offenbarung den Messias als angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Offenbarung sagt von diesem Lamm Gottes, das in der Endzeit erscheinen wird, du bist würdig zu nehmen das Buch
und aufzutun seine Siegel. Ich meinte, dass ich endlich eine zufriedenstellende Antwort auf diese verwirrenden Fragen gefunden hatte. Warum war das Interesse an Christi Wiederkehr nach seiner Kreuzigung erloschen? Warum war eine so begeisterte Wiederbelebung des Interesses im Jahr 1844 erfolgt? Offensichtlich war in der Zeit um 1844 in der Welt etwas Seltsames und Besonderes geschehen. Meine Aufgabe war es, herauszufinden, was es war und wie dies mit dem Fall des nicht erschienenen tausendjährigen Reiches zusammenhing. Hatte sich die Wiederkehr Christi tatsächlich ereignet? Wenn ja, wo war er? Wie konnten wir ihn verfehlt haben? Hatten wir wiederum denselben Fehler begangen? Waren wir demselben Pfad gefolgt, den die Gelehrten zur Zeit seines ersten Kommens gegangen waren? Hatten wir die Bücher, die versiegelt waren, zu lesen versucht und ihre Erfüllung missverstanden? Wie Daniel, so war auch ich unzufrieden. Ich wollte mehr wissen. Was ich bisher entdeckt hatte, war sehr begeisternd, aber es genügte noch lange nicht. Ich wollte einen befriedigenden Abschluss meiner Bemühungen. Wie Daniel suchte ich eine klare Antwort auf die Frage, was wird das Ende dieser Dinge sein? Die Lebenden und die Toten. Eine interessante Frage drängte sich auf. Nehmen wir an, jetzt wäre die Zeit des ersten Erscheinens Christi und ich verlangte eine Antwort auf meine Fragen. Nehmen wir an, ich fragte die Besucher der Synagoge oder die führende Geistlichkeit der Zeit, wer ist der Messias? Ist er gekommen? Wo ist er? Wahrscheinlich hätte ich nicht sehr viel Ermutigendes gehört, und es ist klar, dass es mir heute ebenso erginge. Darum studierte ich sorgfältig das Geschehen beim ersten Kommen Christi und suchte nach einem Anhaltspunkt. Ich fand, dass nach der Schrift die meisten Menschen geistig tot waren und ihn weder erkannten noch annahmen. Eine kleine Minderheit war geistig lebendig, erkannte ihn und glaubte an ihn. Christus selbst nannte diejenigen, die an ihn glaubten, lebendig und diejenigen, die nicht an ihn glaubten, tot. Ein junger Mann war bereit, Jesus zu folgen und ihm zu dienen, sobald er seinen Vater begraben hätte. Christus sagte: Lass die Toten ihre Toten begraben. Das konnte nur bedeuten: Lass den geistig toten Mann den körperlich toten Mann begraben. Dies erinnerte mich an jene Buchstabengläubigen, über die Jeremia als geistig Tote sprach. Er sagte: Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Mein Studium zeigte mir, dass Christus das erste Mal nicht als Wunder, nicht in der glanzvollen Weise erschienen war, wie es das Volk von seinem Messias erwartet hatte. Im Gegenteil, er wurde verleugnet, man nannte ihn einen falschen Propheten und tötete ihn. Seine kleine Anhängerschar wurde von den Massen verlacht, weil sie solchen Unsinn glaubte, dass der Messias ohne begleitendes Terrain an Naturwundern und aus Nazareth kommen könne. Schließlich war, so sagte das Volk, dieser Jesus von Nazareth vom Weibe geboren und hatte einen Leib wie jedes menschliche Wesen. Er aß und trank und wurde müde und schlief, kannte Kummer und Zorn. Das war sicherlich nicht die Art eines großen Messias. Die Jünger Christi, so fand ich heraus, waren tief betrübt, weil religiöse Führer, einflussreiche Persönlichkeiten, Geschäftsleute und Gelehrte an Christi Botschaft weder glaubten, noch sie annahmen oder verstanden. Sie wandten sich an Christus um Hilfe. Warum glauben die Leute nicht? Fragten sie ihn. Die Zeichen waren doch klar. Christus antwortete: Euch ist's gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreichs verstehet. Diesen aber ist's nicht gegeben. Ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. So tröstete sie Christus und erklärte, dass es besondere Augen und besondere Ohren bedürfe, den Messias am Tag seines Erscheinens zu erkennen.
Die Jünger waren geistig lebendig, während die anderen tot waren. Die Anhänger des alten Glaubens sagten, die Vernunft sollte euch sagen, dass dieser Jesus nicht der Messias sein kann. Wenn er der Messias wäre, dann wäre zuvor Elias gekommen. Sagen nicht unsere heiligen Schriften, dass Elias zuerst kommen muss? Wenn dieser Mann aus Nazareth der Messias ist, wo ist dann Elias? Wer hat ihn gesehen? Sagt es uns. Diese Fragen waren zu schwer für die Jünger, sie konnten sie nicht beantworten. Die Jünger gingen deshalb zu Christus und fragten ihn. Jesus gab ihnen zur Antwort, dass Elias schon da sei. Elias sei schon bei den Menschen erschienen, sagte er, doch niemand habe ihn erkannt, denn niemand habe diese Wahrheit verstanden. Elias, so sagte Christus, sei in einer Weise erschienen, die das Volk nicht erwartet habe, und aus diesem Grund hätten sie ihn nicht erkannt. Geduldig erklärte Christus seinen Jüngern diese verborgene Wahrheit. Und so ihr's wollt annehmen, er, Johannes der Täufer, ist der Elia, der da kommen soll. Das war eine erstaunliche Erklärung. Johannes der Täufer war Elias? Christus leitet seine Erklärung ein mit den Worten, so ihr's wollt annehmen. Wahrscheinlich meinte er damit, wenn ihr die symbolische Auslegung der Tatsachen verstehen und annehmen könnt. Dann fügte Christus sofort die Worte hinzu, wer Ohren hat, der höre. Diesmal konnte kein Zweifel sein. Er wies seine Jünger darauf hin, dass geistige Ohren nötig seien, um diese Wahrheit zu hören und diese zu glauben. Sie musste geistig verstanden werden und nicht wörtlich. Die Wiederkehr, von der Christus sagte, dass sie sich ereignet hätte, geschah im Geist und nicht im Fleisch. Dies ist von Johannes dem Täufer bestätigt. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Christus war gewiss kein Lügner. Er wusste, dass Johannes und Elias nicht körperlich derselbe waren. Darum waren geistige Augen nötig, um Johannes als Elias zu sehen und anzunehmen. Die Wahrheit war einfach, wenn man sie einmal in ihrer symbolischen Bedeutung verstanden hatte. Elias war im Geist wiedergekehrt, in Johannes dem Täufer. Wenn die Menschen nicht imstande seien, den Sinn dieser inneren Wahrheit zu verstehen und anzunehmen, erklärte Christus, dann führen sie fort, ihn, Jesus, für falsch zu halten. Die Wiederkehr des Elias hatte stattgefunden. Johannes war Elias Wiederkehr nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ich fand, dass im Evangelium des Lukas gerade dieses Ereignis für Johannes den Täufer prophezeit worden war. Er, Johannes, wird schon vom Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und er wird vor ihm hergehen in Geist und Kraft des Elias. Dies war eine der wichtigsten Spuren, die ich dafür in der Lehre Christi gefunden hatte. Es war eine weitere Bestätigung, dass der Messias, wenn er wiederkäme, einen neuen Namen haben werde. Christus bewies mit diesem Beispiel von Johannes und Elias, dass ein Bote Gottes nicht körperlich wiederkehrt. Es ist der Heilige Geist, der wiederkommt, aber in einer anderen Person, zu einer anderen Zeit und unter einem anderen Namen. Den Jüngern fiel es schwer, diese Wahrheit zu begreifen. An einer anderen Stelle lesen wir, wie sie zu Christus kamen und ihn darüber befragten. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, zuvor müsse Elia kommen? Christus erklärte es sehr einfach. Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Und ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Elias war gekommen, niemand glaubte es, da es der Geist des Elias war, der im Körper des Johannes zurückgekehrt war. Da diese Wiederkehr nicht in der von den Menschen erwarteten Weise geschah, verstanden sie nicht und nahmen sie nicht ernst. Ihnen war gesagt worden, dass er buchstäblich wiederkehren werde, und die Wirklichkeit, seine geistige Wiederkehr,
stand im Gegensatz zu ihren Lehren. Wenn sich dieser Vorgang im Jahr 1844 wiederholt hätte, wäre dies eine einfache Erklärung für die Tatsache, dass der Messias nicht erschienen war, wenigstens nicht so, wie es die Menschen erwarteten. Vielleicht hatte es damals wieder eine kleine Minderheit gegeben, die Augen hatte zu sehen und den Verstand, eine symbolische Wiederkehr zu begreifen. Es wäre der Mühe wert, dies zu prüfen. In seinem Buch The Coming World Teacher erkennt Pavri, ein Forscher von Endzeitprophezeiungen, diese Gefahr. Er schreibt, Zitat, vielleicht werden einige in der christlichen Kirche ihn an seiner Weisheit und an seiner großen Barmherzigkeit erkennen. Wenn sie aber darauf bestehen, dass er in dem Gewand erscheint, das sie sich für ihn ausgedacht haben, und wenn sie vergessen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt auf vielerlei Weise und nicht, wie sie es erwartet haben, dann kann er wohl unerkannt vorübergehen, da er nicht den Erwartungen entspricht, die sie in ihn gesetzt haben. Als er das letzte Mal kam, war er nicht Jude genug für die Juden, nicht Römer genug für die Römer, nicht Grieche genug für die Griechen. Er war zu groß für sie alle. So wird er dieses Mal nicht Protestant genug sein für die Protestanten und nicht Katholik genug sein für die Katholiken und nicht liberal genug für die Liberalen. Er wird zu groß für sie alle sein. Wenn er mit einer Botschaft für die ganze Menschheit wiederkommt, wird er nicht Hindu genug sein für den Hindu, nicht Muslim genug für die Muslime, nicht Buddhist genug für die Buddhisten und nicht Christ genug für den Christen. Er wird zu groß sein für sie alle. Zitat Ende. Christus selbst gab noch einen weiteren Hinweis, dass seine Wiederkehr einer geistigen Wahrnehmung bedürfe, um sie zu erkennen, indem er sagte, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, stehen an den heiligen Städten, von denen gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Diese Worte zeigen, dass seine Wiederkehr nicht äußerlich sichtbar sein werde, sondern durch eine innere Bedeutung erkennbar wird. Der Apostel Petrus weist in seiner Epistel ebenfalls auf jene verschlüsselte Wahrheit hin, nach der es der Geist Christi ist, der in dem heiligen Boten, welcher erscheint, lebt. Er sagt von diesem Propheten, die Propheten haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete. Dass der Messias in jenen Tagen unter uns sein und wie andere Menschen leben werde, wird an vielen Stellen aufgezeigt. In den Testamenten der 12 Patriarchen, welche von der Urkirche als authentisch erachtet wurde, lesen wir, der Allerhöchste wird die Erde besuchen, wie ein Mensch erscheinen und mit den Menschen in unauffälliger Weise essen und trinken. In dem Buch von Justin, der Märtyrer, sagt Typho, der Jude, wir alle, Juden, erwarten, dass der Messias wie ein Mensch unter Menschen erscheinen wird. Ich war nun sicher, dass die gefundenen Beweise es völlig rechtfertigten, dass ich die Wiederkehr Christi in einer neuen körperlichen Individualität mit demselben Heiligen Geist suchte. Christus selbst weist darauf hin in seiner Mahnung an die Jünger, als er zu ihnen von der Wiederkehr des Elias in Johannes sprach. Er sagte, so wird auch des Menschen Sohn leiden müssen von ihnen. Eigens für mich schrieb ich an den Rand meines Manuskriptes dieses Kapitels, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Sprachrohr Gottes. Nachdem ich mich entschlossen hatte, in dieser Richtung weiter zu forschen, durchsuchte ich die Schriften nach anderen Spuren, die Christus über das Kommen eines anderen außer ihm gelegt haben könnte. Ich fand die symbolische Deutung seiner Wiederkehr durch sein eigenes Zeugnis gerechtfertigt. Ich entdeckte, dass Christus im Hinblick auf sein zweites Kommen Folgendes unterschied. Manchmal sprach er von seinem eigenen Erscheinen
und manchmal vom Erscheinen eines anderen. Einige Beispiele dieser zwiefältigen Bezugnahme Christi verdeutlichen dies. Erstens, dass er selbst wiederkomme. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Über ein kleines, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals über ein kleines, dann werdet ihr mich sehen. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Zweitens, dass ein anderer komme. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden, und wenn derselbe kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. In folgenden Worten macht Christus klar, dass er sowohl er wie der andere, der in seinem Namen wiederkehrt, menschliche Träger für denselben Heiligen Geist sein werden. Von sich selbst sagt Christus: Das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. An einer anderen Stelle wiederholt Christus dies: Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Christus sagt dasselbe von dem, dessen Kommen er für die Zeit voraussagt, nachdem er, Christus, dahingegangen sein wird. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Dass ein anderer Bote in seinem, Christi Namen, mit derselben Macht des Heiligen Geist kommen wird, wird unzweifelhaft klar durch andere Worte Christi an seine Jünger. Der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern all des, was ich euch gesagt habe. Christus gab dem Volk von Jerusalem eine ernste Mahnung und sagte ihm, dass es bis zur Zeit seiner Wiederkehr keine Gelegenheit haben werde, an ihn zu glauben, da es ihn seinerzeit verleugnet habe. In einem einzigen Satz identifiziert er sich mit dem, der nach ihm kommen wird. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Es gibt genügend Beweise, die zeigen, dass Christus von dem Christusgeist sprach, dem Heiligen Geist in ihm, der wiederkehren werde, wenn er von seiner eigenen Wiederkehr sprach. Wenn er sich auf das Kommen eines anderen bezog, sprach er von einem anderen menschlichen Träger, von einem Mann mit einem neuen Namen, einem anderen als Christus, welcher aber mit demselben Heiligen Geist erfüllt sein werde. Noch in einer anderen Weise drückte Christus diese Wahrheit aus, dass es nicht der Name und der Körper sei, worauf es ankomme, sondern der Geist, den der Bote Gottes bringt. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich entdeckte, dass das Prinzip der Wiederkehr im Geist und nicht im Fleisch auch in anderen heiligen Schriften zu finden war. Krishna, der Offenbarer des Hinduismus, hatte in alter Zeit die gleiche Wahrheit ausgesprochen. Er sagte, dass der Heilige Geist auf Befehl Gottes in jedem Zeitalter in neuen Trägern wiederkehre. In der Bhagavad Gita heißt es sinngemäß: Jedes Mal, wenn die Menschheit in Tugend und Rechtschaffenheit nachlässt und Laster und Ungerechtigkeit den Thron besteigen, dann komme ich, der Herr, und suche meine Welt in sichtbarer Gestalt heim und mische mich als Mensch unter die Menschen,
und vernichte das Böse und die Ungerechtigkeit durch meinen Einfluss und meine Lehren und stelle Tugend und Rechtschaffenheit wieder her. Oftmals bin ich so erschienen und oftmals werde ich in Zukunft wiederkehren. Im selben Buch sagt Krishna auch das Kommen eines großen Weltlehrers zur Zeit des Endes voraus. Dieselbe Geschichte von der Wiederkehr des Geistes wird auch von Gautama Buddha erzählt. Ich bin nicht der erste Buddha, der auf die Erde kam, noch werde ich der letzte sein. Zur rechten Zeit wird ein anderer Buddha in der Welt erscheinen, ein Heiliger, ein höchst Erleuchteter, ein unvergleichlicher Führer der Menschen. Er wird euch dieselben ewigen Wahrheiten offenbaren, die ich euch gelehrt habe. Offensichtlich waren doch noch nicht alle Türen zugeschlagen. Es gab also noch die Möglichkeit, dass die Wiederkehr Christi im Geist stattgefunden hatte und nicht im Fleisch. Tatsächlich wies das gefundene Beweismaterial darauf hin, dass die Wiederkehr so stattgefunden haben musste. Ich fand aber zu meiner Verwunderung, dass viele meiner christlichen Mitmenschen nicht glaubten, dass Christus jemals auf die Erde zurückkehren werde. Ein Hirte, aber viele Herden. Weltkirchenrat gespalten wegen der Frage der Wiederkehr Christi, findet es unmöglich, sich zu einigen. Dies war keine erdachte Schlagzeile. Sie stand fettgedruckt auf der ersten Seite der Chicago Daily Tribune vom 26. August 1954. Der Bericht war geschrieben nach der Eröffnungssitzung des Weltkirchenrates in Evanstown, Illinois, einer Versammlung von Angehörigen von 163 christlichen Glaubensrichtungen aus 48 Ländern. Chesley Manley, der Autor des Artikels, beginnt mit dem Satz: Unter den Abgeordneten der zweiten Versammlung des Weltkirchenrates kam es gestern zu scharfen Auseinandersetzungen darüber, ob sich die Hoffnung der Christen auf die Errichtung eines Reiches Gottes in dieser Welt jetzt oder erst nach dem zweiten Kommen Christi erfüllen könne. Im Jahre 1954 nach Christi Geburt bestand noch immer keine Einigkeit unter Christi Nachfolgern, ob er wirklich versprochen habe, jemals wiederzukommen. George Goider, Abgeordneter der Church of England, beschämte, so stand in der Zeitung, die hervorragenden Theologen und Geistlichen, die den Tagungsbericht geschrieben hatten, indem er sagte, sie stünden dem zweiten Kommen Christi gleichgültig gegenüber. Der Artikel spricht von Neugier über das Datum seines Kommens, sagte der englische Delegierte. Was wir brauchen, ist eine neue Unabhängigkeitserklärung zugunsten Christi. Niemals in der Geschichte gab es solches Chaos, solche Verwirrung und Verzweiflung in der Welt. Es gab sogar eine geistige Spaltung zwischen einigen führenden Christen von Europa und den Vereinigten Staaten. Die Zeitschrift Time schrieb in ihrer Ausgabe am 19. April des gleichen Jahres, das Hauptthema der Versammlung, das die Abgeordneten in der ersten Woche gemeinsam erörtern wollen, klingt unverfänglich. Christus, die neue Hoffnung der Welt. Aber es birgt eine Frage, die, ehe sie beantwortet ist, eine dramatische Trennungslinie zwischen den Theologen der alten und der neuen Welt ziehen kann. Wie viel von der christlichen Hoffnung hängt von dem zweiten Kommen Christi ab? Der Artikel zitiert den bekannten norwegischen Bischof Eivind Berggrav. Der sagt, die Ansicht der amerikanischen Christenheit sieht oft ziemlich irdisch aus, wenn sie erwartet, dass sich das Reich Gottes hier auf Erden verwirklicht. Man könnte fast sagen, sie erwarten dies in den Vereinigten Staaten. Der Artikel fügt hinzu, dass für europäische Protestanten wie Bischof Berggrav die christliche Hoffnung mehr zu der biblischen Erwartung neigt, dass Christus eines Tages wiederkommen werde, um das irdische Werk zu vollenden. H.H. Rowley sagt in seinem Buch The Relevance of Apocalyptic, die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi gehört ganz zum neutestamentlichen Denken. Oscar Kallmann schreibt in
The Return of Christ according to the New Testament, die Hoffnung auf die Wiederkunft, zurückzuweisen, heißt, die Erlösungsbotschaft des Neuen Testamentes Lügen zu strafen. A. J. Gordon behauptet, jede Lehre von der Auferstehung, die von der Wiederkehr Abstand nimmt, muss falsch sein. Christabel Pankhurst, die britische Frauenrechtlerin, schrieb in ihrem Buch Behold, He Cometh, mit meinem praktischen politischen Auge sah ich, dass das göttliche Programm, die Wiederkehr Christi, das einzige ist, durch das die internationalen, gesellschaftlichen, politischen und anderen Probleme der Welt gelöst werden können. Ich erfuhr, dass diese Debatte seit Jahrhunderten geführt worden war und dass der Weltkirchenrat nur einen weiteren Beweis für diese Uneinigkeit erbracht hatte. Viele Bekenntnisse nahmen an diesem Treffen des Weltrates überhaupt nicht teil. Es war eine weit verbreitete Ansicht, dass Christus nicht eine tatsächliche, sondern eine symbolische Wiederkehr meinte, als er von seiner eigenen Wiederkehr oder von einem anderen, der nach ihm kommen werde, sprach. Diese Theorie behauptete, dass der Tröster, der Geist der Wahrheit, der eine, der in seinem Namen kommen werde, dass alle diese Worte sich auf den Heiligen Geist bezögen, welcher zu Pfingsten auf die Kirche herabkam. Deshalb, so sagten sie, wäre die Wiederkehr zu jener Zeit vollzogen worden. Sie wäre vorbei und erledigt. Bei meiner Suche fand ich, dass diese sonderbare Lehre, nach der Christus im Heiligen Geist zu Pfingsten zurückgekehrt sei, eher zweckbedingt als wunschgemäß war. Sie war lange nach der Zeit Jesu entwickelt worden. Als er nicht, wie erwartet, wiederkam, musste eine Erklärung her für sein Ausbleiben. Da Christi Worte wahre Worte waren, so musste seine Wiederkehr symbolisch zu verstehen sein. Aber der Glaube an die Wiederkehr Christi hörte nicht zufällig nach seiner Kreuzigung auf, um im 19. Jahrhundert wieder erneut aufzuleben. Keineswegs. In der Tat wurde die christliche Welt durch die Jahrhunderte hindurch in Bezug auf die Tage der Erwartung so oft enttäuscht, dass nach dem 17. Jahrhundert nur noch wenig aufrichtiger Glaube an seine Wiederkehr vorhanden war, bis schließlich die Menschenherzen am Anfang des 19. Jahrhunderts erneut von dieser Vision erfüllt wurden. Daraufhin wurden drastische Maßnahmen ergriffen, um solche eitlen Hoffnungen zu zerstreuen, und so wurde die Pfingsttheorie als Gegenthese aufgestellt. Diejenigen, die mit der Pfingsttheorie von der Wiederkehr absahen, glaubten nun aufrichtig, dass Christus, obwohl er verschiedentlich Worte gebrauchte wie der Tröster oder der Geist der Wahrheit, jener, der kommt und nur das, was er von Gott hört, reden werde, käme nun alljährlich an Pfingsten als Heiliger Geist über die gläubigen Menschen. Dies rief natürlich eine Flut von Widersprüchen hervor. William B. Riley schreibt in seinem Buch »Is Christ Coming Again?« von der Wiederkehr des Herrn als eine bloße Redewendung ohne buchstäbliche Erfüllung zu sprechen, ist kaum weniger frevelhaft, als die Inspiration selbst gänzlich in Abrede zu stellen. Er fügt hinzu, wenn die klaren Beweise auf die Wiederkehr des Herrn nicht sein persönliches Kommen einschließen, hat die Sprache ihre Bedeutung verloren. Ich beschloss, mich nicht von diesen widerstreitenden Ansichten beeinflussen zu lassen, ehe ich persönlich in den Verheißungen Christi über seine Wiederkehr geforscht hatte. Entweder hatte er versprochen, zurückzukehren oder nicht. Ich war entschlossen herauszufinden, was wirklich geschehen war. Die unverkennbaren Zeichen. Meine Begeisterung für den Fall des nicht erschienenen tausendjährigen Reiches flammte erneut auf. Ich merkte bald, dass es kein Thema gibt, von dem im Neuen Testament häufiger und kraftvoller gesprochen wird, als von der Wiederkehr Christi. Sie wird bei zahllosen Gelegenheiten erwähnt.
Es ist überhaupt nichts Ungewisses oder Zweifelhaftes an diesem Geschehen. Die Jünger Christi waren sehr vertraut mit seiner Verheißung, dass er zurückkehren werde, und sie sprachen oft davon. Sie waren begierig, die Umstände zu kennen, unter denen er, Christus, wiederkehren sollte. Sie fragten ihn gerade heraus: Welches wird das Zeichen deines Kommens sein? Christus gab drei wohlbekannte Verheißungen auf die direkte Frage, wann er wiederkehre. Er komme, wenn, erstens, sein Evangelium in der ganzen Welt als Zeugnis gepredigt werde, zweitens, die Zeit der Heiden erfüllt sei und, drittens, ihr die Gräuel der Verwüstung sehet, von denen der Prophet Daniel gesprochen hat. Diese Verheißungen waren, wie ich bereits dargelegt habe, schon 1844 erfüllt, doch scheinbar hatte es keine Erfüllung des zweiten Kommens gegeben, denn es gab keine bekannte Person, welche die Bücher entsiegelt hatte. In den Kapiteln Matthäus 24 und Lukas 21, worin die Frage über die Zeit seiner Wiederkehr gestellt wurde, gibt Christus deutliche Antworten. Er bezieht sich wiederholt auf seine Wiederkehr und sagt: Als ich meine Untersuchung des Neuen Testamentes beendet hatte, war ich verwirrter denn je. Ich hatte andere deutliche Versprechen über Christi Rückkehr entdeckt. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Denn es wird geschehen, dass des Menschen Sohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Offenbar hatte die Wiederkunftserwartung die christliche Welt durch die Jahrhunderte festgehalten, besonders wenn man sich klar macht, dass es sehr viele Hinweise im Neuen Testament gibt, welche die gegebenen Verheißungen von Christi Wiederkehr bestätigen. Hier eine Übersicht zu den Textstellen zu seinem zweiten Kommen. Aber selbst damit ist die Liste der Textstellen über die Wiederkehr Christi nicht vollständig. R. A. Torrey, Dekan des Bibelinstitutes von Los Angeles, Kalifornien, verzeichnet in seinem Buch The Return of the Lord Jesus mehr als 250 Stellen über die Gewissheit und die Bedeutung des zweiten Kommens Christi. Ein Erforscher der Wiederkunftsprophezeiungen sagte: Die Zweifelssucht und der vorherrschende Unglaube an das zweite Kommen Christi sind in sich selbst Zeichen der Endzeit. Petrus sagte uns: So wisset aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter des Spottes voll, die nach ihrem eigenen Gelüste wandeln und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Man hört heute die gleichen Worte überall. Selbst unter den Führern der Kirche wird dieses äußerst wichtige Ereignis, die Wiederkehr Christi, einfach als fantastisch bezeichnet. Der Brief des Jakobus sagt uns: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf den Tag, da der Herr kommt. Paulus schrieb: Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht,
So bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht so bald wanken machen lasst. Lasset euch von niemanden verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Petrus hinterließ die gleiche Warnung vor dem Unglauben und Zweifel. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie es auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die nebeneinführen, verderbte Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Und viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Die Antwort war klar, der Beweis war überzeugend. Christus hatte in der Tat versprochen, wiederzukommen. Diese Tatsachen bestätigten mich in meiner Theorie, dass das Volk die Wiederkehr Christi in einem neuen Messias nicht erkannt hatte, so wie es auch einst trotz der deutlichen Erklärung Christi die Wiederkehr von Elias in Johannes nicht erkannt hatte. Ich beeilte mich, meine Suche fortzusetzen. Blitz aus dem Osten. Ich begann nun gründlich nach Anhaltspunkten zu suchen, die mir etwas über den Ort sagen konnten, an dem der Messias erscheinen werde. Zwei interessante Dinge kamen zutage. Für das erste Kommen hatte Daniel die Zeit angegeben und Micha den Ort. Daniel hatte genau prophezeit, wann der Messias zum ersten Mal erscheinen und wann er getötet werden sollte. Micha hatte den Ort dazu gesagt. Und du, Bethlehem, Ephrata, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Daniel hatte auch, sogar mit größter Deutlichkeit, die Zeit des zweiten Kommens des Messias für das Jahr 1844 vorhergesagt. Darum schlug ich nun Micha auf, um einen möglichen Hinweis auf den Ort seines zweiten Erscheinens zu finden. Ich wurde reich belohnt. Ich fand bei Micha. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich hören, und zur selben Zeit werden sie von Assur zu dir kommen. Das Assyrische Reich hatte einmal das ganze Gebiet umfasst, in dem Daniel und Micha lebten. Darum studierte ich jene Teile des Reiches, wo die beiden Propheten gelebt und gelehrt hatten. Zu meiner Überraschung fand ich, dass es auch noch viele andere Spuren gab, die ich verfolgen konnte. Eine führte mich allmählich zur anderen, bis ein vollkommenes Bild entstand und ich wenigstens wusste, in welche Richtung ich meinen Blick zu wenden hatte. Hesekiel sprach von einer großen Gestalt, die in jenen Tagen kommen werde, und er sagte: Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israel kam von Osten. Dies war ein deutlicher Hinweis auf das zweite Kommen Christi und nicht das erste, denn Jesus kam nicht vom Osten, er kam aus einem Gebiet nördlich und westlich von Jerusalem. Jesaja sprach ebenfalls von der wunderbaren Gestalt, die vom Osten her kommen werde. Er sagte: Wer lässt den vom Osten her kommen, dem Heil auf dem Fuße folgt, vor dem er Völker und Könige dahingibt, dass er ihrer mächtig wird? Christus selbst gab die Richtung an, aus der er am Tage seines zweiten Kommens erscheinen werde. Als er von dem Tag sprach, sagte er: Denn wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang, Osten, und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Die jüdische Weissagung, die sibyllinischen Bücher, prophezeiten, dass der König Messias in der Endzeit von Sonnenaufgang kommen werde. Daniel hatte seine Prophezeiungen über das tausendjährige Reich geschrieben, als er im Osten war. In der Tat war er in Elam, einem Teil des alten Persiens, als er die genauen Zeiten vom ersten und zweiten Kommen Christi voraussagte. Es war in der Hauptstadt von Persien, Susa, wo Daniel die prophetische Vision hatte, die das Jahr 1844 als die Zeit für die Wiederkehr des Messias offenbarte. Daniel nannte nicht nur die Zeit 1844, sondern lenkte auch die Aufmerksamkeit auf den Ort, in dem er sagte, dass Elam, Persien,
in der Endzeit ein Ort der Vision sein werde. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss des Ulai. Der Prophet Jeremia spricht von Dingen, die in der letzten Zeit geschehen werden und sagt in dem Vers davor, mein Thron will ich in Elam aufstellen, spricht der Herr. Ich stieß auf eine den Arabern wohlbekannte Prophezeiung. Von der Endzeit heißt es da, die seinen Glauben bekennen, werden aus dem persischen Volk kommen. Alle diese Prophezeiungen weisen deutlich darauf hin, dass der Messias vom Osten kommen wird und betonen dabei stark das Land Persien. Damit konnte man etwas anfangen. Der Kreis wurde enger. Die Vision von der Endzeit. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Viele der schrecklichen Ereignisse waren, wie ich sah, in der Schrift vorhergesagt. Sie sollten stattfinden, bevor der Messias erkannt und von der Mehrheit der Menschen angenommen würde. Erst dann könne er den Tag heraufführen, da eine Herde und ein Hirte sein werde. Der Prophet Joel sagt von der Endzeit, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Christus zitiert diese Worte und sagt, dass er wiederkehren werde, indem sie erfüllt seien. Werden Sonne und Mond den Schein verlieren und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Der Prophet Joel sagt von der Zeit des Endes, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten, für und für. Christus bestätigt, dass diese Zeit der Dunkelheit die Zeit seiner Wiederkehr sein werde. Er wiederholt die Worte Joels und sagt, denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bisher und auch nicht wieder sein wird. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Die Offenbarung nennt dieselben Zeichen die Verfinsterung der Sonne und das Eintreffen des großen schrecklichen Tages des Herrn. Nachdem das Lamm Gottes, der Messias, in der Endzeit erschienen ist und die heiligen Bücher entsiegelte, so verzeichnete Johannes, sah er, als es das sechste Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack. Dies findet, wie in der Offenbarung steht, an einem Tag statt, da die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen, denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Daniel weissagt ebenfalls die Leiden, die dem Erscheinen des Messias zur Endzeit folgen werden. Er prophezeit, dass diese Leiden so lange dauern werden, bis seine Wahrheit angenommen ist. Er gebraucht dieselben Worte wie Jesus, Joel und die Offenbarung. Er weist mahnend darauf hin, dass die Zeit, da der neue Messias erscheint, wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt bis zu jener Zeit. In diesen Prophezeiungen verbindet Daniel Christus untrennbar mit dem, der als die Herrlichkeit Gottes erscheint. Daniel spricht von der Zeit des Endes und verheißt, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Henoch erwähnt ebenfalls diesen Michael und sagt,
Ich will dir den großen Heerführer Michael geben für deine Schrift und für die Schriften deiner Väter, und ich werde sie nicht verlangen bis zu den letzten Tagen. Meine nächste Aufgabe war, herauszufinden, wer dieser Michael ist, der die Kinder Gottes in der Endzeit erretten sollte. Die Antwort findet sich im 10. Kapitel des Buches Daniel. Dort spricht Daniel von einer überwältigenden Vision, die er im Lande Persien hatte, und sagt: Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Im nächsten Vers wird von Daniel gesagt, dass diese Vision sich auf die Endzeit bezieht und wie es deinem Volke gehen wird am Ende der Tage. Dann gab der Herr Daniel das Versprechen: Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Im selben Vers wird Daniel vom Herrn gesagt, dass nur Michael, der höchste Fürst Persiens, den Sinn dieser Endzeitvision verstehen wird. Der Herr sagt zu Daniel: Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael. Michael ist offenbar ein Fürst Persiens, aber ein geistiger Fürst, ein anderer als der Fürst des Königreiches Persien, der Daniel widerstand. Der Herr nennt Michael euren Engelfürsten, wenn er zu Daniel spricht. Der Name Michael bedeutet einer, der aussieht wie Gott. Es ist ein anderer Ausdruck für Herrlichkeit Gottes. Bemerkenswert ist, dass Daniel ebenso wie Hesekiel beim Anblick der Herrlichkeit dieses Gottesboten überwältigt zu Boden fiel. Daniel sagt: Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Dasselbe hatte Hesekiel erfahren, als er die Herrlichkeit Gottes schaute, die vom Osten kam. Das Schlusskapitel des Buches Daniel spricht von der Endzeit, wo es wiederum heißt: Zur selben Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Kein Zweifel, Michael musste ein geistiger Fürst sein, ein Repräsentant Gottes. Konnte er der Messias sein? War er zu der von Daniel angekündigten Zeit gekommen, die ich, so wie viele andere Bibelforscher zuvor, den Hinweisen der Bibel entnommen hatte? Die Lawine. Der nächste Schritt war folglich, die Geschichte Persiens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Spuren abzusuchen, die auf den Messias deuteten. Ehe ich damit begann, legte ich eine Liste mit allen Hinweisen und Nachrichten an, die ich bei meiner Suche in den Heiligen Schriften und in den Geschichtsbüchern gesammelt hatte. Zusammenfassend hatte ich also folgende Hinweise: Er wird von Persien kommen. Er wird in das Tal des Tigris und des Euphrat im Lande Babylons gehen. Er wird sich von der Stadt zurückziehen in die Öde, wie Christus zur Zeit seines ersten Kommens in die Wüste gegangen war. Er wird seine Sendung öffentlich in Babylon oder dem entsprechenden neuzeitlichen Ort verkünden und wird von dort Israel und die Welt erlösen. Er wird vom Zweistromland von Tigris und Euphrat nach Israel ins Heilige Land kommen, wie Abraham. Er wird dieselbe Reise vom Lande der Chaldäer in das verheißene Land Kanaan machen. Er wird auf seiner Reise nach Israel von einer befestigten Stadt zu einer anderen befestigten Stadt kommen. Er wird aus einer Festung kommen und zur Freiheit am Flusse reisen. Auf seiner Reise vom Osten nach Israel wird er von einem Berg zum anderen gehen. Das Land Israel wird verwüstet sein, wenn er kommt, wird aber später blühen wie eine Lilie.
Er wird auf halber Höhe des Berg Karmel wohnen und von dort wird er seine Herde weiden mit seiner Lehre. Sein Wirken auf Erden wird genau 40 Jahre dauern. Er wird in das Tal von Angkor kommen, wo er von denen, die ihn gesucht haben, in den letzten Tagen gefunden werden wird. Die Stätte, wo seine Füße im heiligen Land Israel gewandelt sind, wird herrlich gemacht werden. Der Ort seiner Ruhe oder seines Heiligtums, sein Grab, wird schön gemacht werden mit Bäumen, Pfaden und Blumen. Er wird aus der Nachkommenschaft Abrahams kommen. Er wird Christus verherrlichen am Tag seines Kommens. Am Tag seines Kommens werden Zeichen am natürlichen Himmel sichtbar werden. Er wird die Bücher entsiegeln und ihren verborgenen Sinn erklären, so dass alle Menschen sie verstehen können. Er wird die Macht und die Krone der gottlosen Könige vernichten. Er wird die Grundlage geben, in allen Teilen der Welt ein geistiges Reich zu errichten, das Reich, das Christus in seinem Gebet voraussagt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Als ich vor 7 Jahren damit begann, dieses Rätsel zu lösen, hatte ich mir nicht träumen lassen, dass es eine solche Lawine von Anhaltspunkten und Beweisen für das zweite Kommen Christi geben könnte. Von ganzem Herzen musste ich Pankhurst beipflichten, die in ihrem Buch Behold, He Cometh den Schluss zog: Vor einigen Jahren gab es noch eine Entschuldigung für die Skeptiker, die an den biblischen Verheißungen zweifelten. Aber die neuesten Ereignisse passen so wunderbar zu den Prophezeiungen, dass sie alle Zweifel ausräumen. Der schwierigste Teil der Detektivarbeit war damit getan, die mühselige Sammelei von Anhaltspunkten, Tatsachen und Beweisen war nun beendet. So auch ihr, wenn ihr dies alles sehet, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Ich wusste nun genau, wo ich anfangen musste. In Persien, 1844. Ich nahm einen zweiten Ordner und schrieb darauf: Die Lösung. Würde es eine geben?